Servus und willkommen zum Angespielt von Road Redemption. Ja, das hat jetzt den Early Access verlassen, hat jetzt den Release 4. Oktober gehabt. Und das ist ein Action-Rennspiel, ein Motorradspiel, eine Hommage bzw. der geistige Nachfolger von Road Rash. Wem das was sagt, der ist schon etwas älter. Ich gehöre auch zu der Road Rash Generation. Ich habe das Spiel auch gespielt. Es hat richtig Spaß damals gemacht. Es ist wirklich schon uralt. Guckt gerne einfach mal YouTube, gebt einfach mal Road Rash ein. Also Road, genauso wie dieses Road hier oben. Und dann R A haben wir irgendwo ein S? R A S H Rash. Sucht's einfach, ist echt witzig. Guckt's euch an. Jetzt gucken wir uns aber erstmal hier Road Redemption an, den geistigen Nachfolger von Road Rash. Wir machen mal Kampagne, würde ich sagen. Start bei Level 1. Es gibt 9 Level, so wie es aussieht, oder mehr wie 9 Level. Wir machen jetzt Start bei 1. Cool an dem Spiel ist, dass es auch noch einen Splitscreen gibt mit 4 Spielern. Ich spiele jetzt hier mal mit dem Xbox One Controller. Übrigens, Entwickler ist Pixel Dash Studios, nur mal so nebenbei. Die Hundo CBD. Eigentlich heißt das Ding Honda CBR, aber okay. Eine BMG R9, okay. Aha. Hartley Davidson. Ich bin für die hier. Die sieht auch ganz schick aus. Da haben wir bisher nur den. Also nehmen wir den. Müssen wir wohl freischalten. Und freispielen. Machen wir die Maus weg, die nervt. Jo. Ich bin gespannt. Also es ist definitiv etwas moderner natürlich, wie jetzt der geistige Vorgänger. Was heißt der geistige Vorgänger? Es ist im Prinzip echt der Nachfolger. Man kann es wirklich als Nachfolger auftun. Oh, jetzt. Es ist eine Periode des angespannten Friedens für die Biker Gang des Lande nach Jahrzehnten voller Kämpfe. In einem betäubenden Move hat ein maskierter Mörder den Anführer des Ironside Weapons Cartel getötet. Das Kartell hat ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar für denjenigen geboten, der den Mörder ausliefert. Tot oder lebendig. Jetzt sind alle Biker im Land unterwegs, um ihn zu fangen. Aha. Na dann. Fahrbahngestaltung, Feinwaffen werden nach Zufallsprinzip ausgewählt. Oh, okay. Das ist ja witzig. Das heißt, es ist nie gleich. Okay, rennen. Halte deinen Vorsprung zu den Reapers, damit sie die Belohnung nicht vor dir gewinnen. Zielsetzung, werde mindestens Dritter. Na dann. You're racing through the heart of Reaper territory, but it's the fastest way to the bounty. Good luck. Alter. Hörst du? Wieso kann ich den nicht prügeln? Dann kickt man halt, oder? Left Trigger drückt, um scharf zu wenden. Left Trigger. Ah, okay, der hier. Okay. Ups. Eieieiei. Okay, ich komme mit der Gamepad-Tastatur mit der Gamepad-Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Weg da. Ups. Verschwinde! Aua! Also warum kann ich den nicht hauen? Ups! Bullen, ja! Oh, das Spiel ist witzig! Hat Spaß! Hallo! Auf die Nuss! Auf die Nuss! Geile Scheiße. Hallo. Cops. Um das Team zwischen Waffen hin und her zu wechseln. Yeah. Gib mir. Boah, das ist aber hart, ey. Aua. Oh, Enthauptung, Alter. Das ist ein bisschen herb, oder? Ein bisschen arg hart. Bisschen Nitro macht Spaß.
weiß gar nicht, wo ist das Ziel? Oh, es kommt. Ah, Hilfe! Aua! Ist das dein Ernst? Du gehst mir auf die Nüsse. Und noch den Turbo, damit wir noch als erstes ins Ziel kommen. Nicely done. That bounty's so close, I can taste it. Anführer der Jackals. Okay, ich muss sagen, es macht echt Fun. Es macht Fun, es macht wirklich Fun. Das Spielprinzip ist ziemlich ähnlich von damals. Ein bisschen gewalttätiger und ein bisschen einfacher. Es ist echt ein bisschen einfacher. Jetzt kann ich mir was kaufen. Munitionsgürtel. Steroid. Nitro-Injektion verbessern. Nitro-Gewinn. Glücksbringer. Ja, Nitro, immer her damit. Das ist witzig. Aber wie gesagt. Hope you've enjoyed your time on my turf. You won't be leaving alive. Ja, da entlang. Whee! Ich war wohl ein bisschen zu schnell. Boah, hier ist auch wieder zurück. Ja, hier. Ich glaub, hier hakt's, du Pisskopf. Was willst du jetzt von mir? Warum sind es hier so viele? Let's see how tough you are one on one. What? Los, gib mir dein Geld, du Pisskopf. Kind zum Sieg, 2. Warum muss man euch immer alle wegprügeln? Das hat nicht geklappt. Wow. Ziel nicht erreicht. Minus 25% maximale Gesundheit. Wow, das ist ja krass. Also muss ich schon auf das konzentrieren, was da angezeigt wird. Rasierklinge. Medias Weste. Ist cool. Gefällt mir. Gut, ich glaube, das reicht schon. Denke ich, oder? Ja, wow, reicht. Genug gezeigt von Road Rash. Road Redemption. Aber es macht Spaß. Und es hat sich einiges getan. Ich habe mir das damals die Early Access auch angeguckt und habe es dann aber seither unberührt gelassen. Und jetzt zum Release, muss ich sagen, hat sich echt viel getan. Grafiktechnisch, auch Gameplay-technisch und sowas. Haben sie gut hinbekommen. Wer ein Fan von Road Rash war, dem wird dieses hier bestimmt gefallen. Mir gefällt es jetzt schon. Ist aber eher ein Gelegenheitsspiel. Also wird es auch immer mal zwischendurch kurz so ein paar Minuten spielen, so 2-3 Rennen und dann ist wieder gut. So wie jetzt halt. Das reicht mir eigentlich jetzt schon. Nicht so wie bei Redeemer hier. Letztes Video. Könnt ihr gleich anklicken in der Endcard. Ja, die kommt jetzt. Danke fürs Zuschauen. Ciao! Das macht echt verdammt viel Laune. Komm. Komm. Hup. Füll deine Energie auf, indem du Gegner tötest. Hier kommen jetzt ein paar mehr.